Willkommen zurück. Es ist soweit. Die größte Schlacht erstmal weit und breit erwartet uns. Ja, das 19. Kapitel, eine wahnsinnig große Karte mit unglaublich vielen Einheiten. Wollen wir doch mal sehen, ob wir da einigermaßen durchkommen. Ich habe mich noch ein bisschen vorbereitet. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen Equipment geändert, teilweise, und halt auch mal wieder Sachen kombiniert, damit wir ein bisschen mehr wieder haben. Ja, ich denke mal, damit können wir auf jeden Fall reinstarten. Bin sehr gespannt. Das wird jetzt, glaube ich, ein Abenteuer. Mal gucken, Leute. Denn an Verstärkungen wird es hier garantiert nicht mangeln. Hab erstmal die Leute mit viel Movement hier hingestellt. Die mit wenig erstmal dorthin, weil ich glaube, wir werden bald auch von hier nochmal angegriffen. Was natürlich auch zusätzlich nochmal ein Problem darstellt. Also ihr seht, es wird uns hier wahrscheinlich so schnell nicht langweilig werden. Es wird richtig abgehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir starten rein. Mein Team ist mir soweit sicher. Mal sehen. Wie vermutet, ist die Armee Akaneas enorm mächtig. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Scheint, als würde Adin all seine Truppen für diese Schlacht verwenden. Dennoch haben die Leute ihren Glauben an den Imperator verloren. Sie sehen uns als Befreier an. Die Situation ist beunruhigend. Es wird der letzte Kampf sein. Wie immer gilt, seid auf der Hut. Chris, unser Feind ist Akaneas imperiale Armee. Die mächtigste Kraft des Kontinents und eine gefürchtete Streitmacht. Ich habe jedoch keine Angst. Chris, mit eurer Hilfe können wir das auch schaffen. Lasst uns ausschwärmen. Sehr schön. Ah, Leute. Na gut, ihr seht schon, alleine die Ballisten könnten schon sehr nervig werden auf dieser Karte. So ist es auf jeden Fall. Hoffen wir, dass wir das wirklich alles hinbekommen, ohne Probleme. Oh, weh, oh, weh. Das kann schon übel werden, aber ich denke, wir kriegen das schon. So, du benutzt mal eine Engelsrobe. Und zwar auch extra so, damit ich mir direkt die Erfahrung holen kann. Hey. Deswegen habe ich es jetzt nicht in der Vorbereitung gemacht. Ist ein bisschen praktischer, wir haben am Anfang ja sowieso erstmal nicht super viel zu tun, müssen aber natürlich trotzdem vorwärts kommen, das ist schon wichtig. Ah, jetzt kommen hier natürlich auch schon die ersten Ballisten gleich an. Da können wir leider nicht viel machen, da müssen wir uns eiskalt reinstellen. Leider. Leider ist das so. Aber okay. Wie sieht's hier aus? Auch Minerva und so. Kann theoretisch dann weitergehen. Ja, bringen wir mal Marv ein bisschen an die Front. Der hat das Adelsrapier, das habe ich ihm nicht umsonst gegeben. Damit dürfte er doch einiges bewirken können, hoffe ich. Sind wir mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob die auf uns zustürmen. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Wird also wirklich, wirklich spannend, denke ich. Einfach mal abwarten, was passieren wird. Aber der Map sollte man wirklich nicht trauen. Das wird jetzt was ganz, ganz Brachiales. So, ich markiere mal euch beide. Ah ja. Nur um sicher zu gehen, dass nicht wirklich nur eine Ballista hier treffen kann. Sonst wäre auch das ein bisschen grenzwertig, Leute. So, da schießt sie natürlich auch schon los mit ihrem Dickhäuter. Oh Gott. Hey, cool, er ist ausgewichen. Praktisch. Aha, Diebe bewegen sich auch, wie man sehen kann. Oder erstmal nur Diebe, sagen wir es mal eher so. Jetzt haben wir hier natürlich den Meisterachstypen. Das allein noch schon grenzwertig. Eigentlich müsste ich ihn ausschalten. Ganz im Ernst. Ich muss es eigentlich drauf anlegen. So hart wie das sein mag, aber ja, 33 Crit sind bei uns immer noch 11%, ne? Aber eigentlich, da wir jetzt frisch reingestartet sind, das ist eigentlich auch so ein Punkt. Ich glaube, es ist der einzige Typ mit einer Meisterwaffe, oder? Ansonsten ist das eher weniger. Gut, oben ist noch der Wodauer-Typ, aber damit kommt man schon klar. Ich meine, wir haben Effektivschaden eingepackt. Das ist was anderes. Gegen diesen Berserker kann ich ja nicht wirklich viel machen. Oder war es überhaupt ein Berserker? War es nicht ein Krieger sogar? Warte mal kurz. Ich gehe nochmal kurz rüber. Ja, und hier hat der Typ einen Silberbogen, der andere hat eine Tomahawk dabei, was auch nicht gerade schön ist, aber okay. Ja, und wie sich der Range so überschneidet, haben wir anscheinend auch ganz gute Karten erstmal. Aber trotzdem, die Diebe, guck mal, wie schnell die schon unterwegs sind. Wir müssen da echt schnell vorwärts kommen, das ist ja der Wahnsinn. Boah, ganz schön brachiale Sache. Aber wir können ihn doppeln, das ist kein Problem. Ich denke, darauf sollten wir es auch anlegen. Auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall. Leider haben wir keinen Support zusammen, das ist auch ein bisschen schade. Ich kann nicht mehr rausholen. Das ist so das Maximum, was gerade geht, leider. Würde ich sehr gerne, wirklich, aber mein Gott, das wird übel. Das wird jetzt richtig, richtig übel. Das sehe ich schon. Ist ja klar, ne? Die machen jetzt keine halben Sachen mehr. Absolut nicht. Wenn wir hier stehen mit Katria später, lasst mal sehen.
Soweit kommt ja Fina noch, ne? Dann stehen wir hier, haben noch 6 Movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist jetzt nicht die Ballista-Range, sondern das ist schon von euch die Range, ne? Sehr gut, okay. Ja, vielleicht kommen wir doch recht zügig voran. Und Katria kann auch im Gegenzug zu vielen anderen ja vernünftig tanken. Ich meine 30, was will man eigentlich gerade mehr? Da geht schon was, da geht was, Leute. Aber wir müssen uns echt ranhalten und ich muss ihn rauslocken. Ja, da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diesen Typen wirklich herauszufordern hier. Kommt der nicht ein Feld weiter? Nee. Wir können ihn nicht irgendwie... Na, das ist so... Ich traue dem Frieden halt absolut nicht. Das ist gerade wirklich ein bisschen sehr gefährlich hier. Und ich muss ihn eigentlich irgendwie so ranlocken. Ja, leider muss er dann auch in einem Wald stehen, was auch ein bisschen schade ist, oder? Da geht, glaube ich, auch nichts, ne? Weil dann ist der Typ natürlich da oben. Der ist natürlich das zweite Problem. Und hier, ach nee, wartet mal, der Range überschneidet sich hier so. Ist ja interessant. Vielleicht können wir auch einfach dich nochmal betanzen, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Wir müssen mal gucken, Leute. Ich will nicht, dass das Dorf verloren geht. Das ist gerade ein bisschen sehr schade. Sollte das der Fall sein? Das macht mir echt Angst gerade, aber mal gucken. Vielleicht ist diese Angst ja unbegründet, wir werden es gleich rausfinden. Auf die harte Tour nehme ich an. Aber ich meine, wenn mit der Meisteraxt hat er wahrscheinlich eh One-Hit-Potenzial. Das wird er wahrscheinlich wieder von der KI her vermuten. Und in dem Fall kannst du es auch eiskalt drauf anlegen, einfach weil es am Anfang der Map ist. Da kannst du halt wirklich mal neu laden, das ist dann kein Problem. Erster Zug, wenn da jemand mit Meisterwaffen kommt, das ist halt dann wirklich eine Sache. Da kann man schon mal gucken, dass man das ein bisschen... Ja, versucht zu stemmen so. Ashida, wir haben so viele Einheiten dabei gerade. Ich traue trotzdem den Frieden nicht. Hier oben kommt einfach so eine Armee alleine schon, das ist der Wahnsinn. Das ballert halt richtig, richtig rein, ne? Das ist heftig. Ich glaube, da kommt nicht ein Feld weiter. Das überschneidet sich in der Tat schon. Das überschneidet sich ja gigantisch, meine Güte. Sehr gruselig. Naja, ich glaube, wir sollten echt nicht so weit vorpreschen. Wir müssen uns immer noch eine Runde gedulden. Da bleibt nichts anderes übrig, fürchte ich. Wenn wir nicht zu Hackfleisch verarbeitet werden wollen, dann sollten wir da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, Leute. Oh ja, das sollten wir. Allerdings. Ja, das hier ist auch ein bisschen grenzwertig. Guck mal. Das mag ich auch nicht. Die kommen hier irgendwie nicht weit genug, aber mal gucken. Irgendwie kriegen wir das alles hin, Leute. Irgendwie. Ich vertraue darauf. Merrick sollte auch ein bisschen mehr an die Front gehen. Können wir mit Turbo was rausholen? Lass mal sehen. Ja, auf 28 Speed würde Minerva zum Beispiel doppeln. Das können wir später machen. Aber noch ist es zu früh dafür. Wie hättest du denn... Ach so, Turbo, klar. Alles klar. So, gleich geht's wieder los natürlich. Der Dickhäuter schlägt wieder zu. Oh, Ryan ist wieder ausgewichen. Ja, super. So, jetzt wird's spannend. Okay, hat er nicht geschafft. Stattdessen kommt unser Crit, das war klar. Darauf kommt's halt auch an. Den kannst du auch unmöglich noch umspielen. Das geht einfach nicht. Ja, du musst auch schnell vorwärts kommen, sonst ist da drin alles verloren. So, jetzt wird's lustig, Leute. Jetzt ist da noch natürlich so ein blöder Dieb. Und jetzt müssen wir ja irgendwie die anderen auch noch anlocken. Ach du Schande. Wie machen wir das denn am besten? Am besten halt, wenn wir hier niemanden direkt erledigen. Das wäre das Klügste. Aber, oh Gott, natürlich schaffen wir das auch, dass wir niemanden direkt erledigen. Aber ihr seht's ja selber. Der Schaden ist ja jetzt schon relativ enorm. Und mit einer Rettung will ich eigentlich auch nicht wirklich arbeiten. Das gefällt mir halt auch ganz und gar nicht. Und ihr seht, auch hier ist der Schaden fatal. Wobei sie zumindest 2 Leute tanken würde. Dann bräuchte ich aber halt Jotus Schild am besten oder so. Das wäre ganz praktisch, glaube ich. Oder wir stellen uns halt da rein. Das würde, glaube ich, auch gehen. Das hier ist jetzt nur der Range der Diebe. Das ist relativ unproblematisch. Leider sind die Diebe halt enorm schnell. Ist auch ein Problem. Und in der nächsten Runde wird er uns schon erreichen. Das heißt, irgendjemand muss dann auf jeden Fall hier zwangsweise besetzen können. Gott, oh Gott, ist das gruselig. Das ist jetzt wirklich, wirklich gruselig. Meine Güte. Ah, ist das heikel. Das gibt es doch nicht. Mensch. Haben wir eigentlich Erholung oder ja gut, eine Pflege... Wird nicht genug bewirken erstmal. Klar können wir eventuell sogar mehrere Leute ausschalten, aber es wird trotzdem verdammt schwierig. Weil wenn, dann müssten wir dich irgendwie ausschalten, dann können wir mit Palla rein. Dann müssten wir dich aber auch irgendwie wieder rausretten. Soll die letzte Rettung dafür draufgehen? Was meint ihr?
Ich muss gerade halt echt nachdenken, ob wir die noch irgendwie brauchen könnten, anderweitig. Mir fällt halt echt gerade nichts ein dafür. Rettungen sind zwar praktisch, na gut, ich sag's mal so, im Finale kann es durchaus mal praktisch sein, wenn man noch eine Rettung übrig hätte. Hier könnte ich natürlich die Situation umdrehen, wenn ich die Rettung hier benutzen würde. Das heißt, erst Purgativ, versuchen zu Ziel hochzuhealen. Ich denke, das kriegen wir hin mit Katharina, die sollte genug Magie haben. Crit Rate ist jetzt nicht super schlecht. Dann können wir uns da schon irgendwie durcharbeiten, denke ich. Das würde schon gehen, denke ich. Oh Leute, das ist echt schwierig. Es ist so super schwierig einzuschätzen gerade. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Zu Recht, würde ich sagen. Absolut zu Recht. Oh Gott, ist das problematisch. Diese blöden Diebe. Warum muss es auch schon wieder Diebe auf der Karte geben? Und ich meine, klar, wir könnten jetzt auch einfach einen Langspeer irgendwo schmeißen. Macht moderaten Schaden, aber es wird nicht reichen, um damit Palla zu finishen zum Beispiel, was auch eine schöne Möglichkeit wäre. Nee, ich glaube, da beißen wir schon so ein bisschen auf Granit. Da wäre fast eine weitere Flugeinheit ganz praktisch gerade an der Stelle. Aber gut, wir können jetzt natürlich auch voll und ganz mit Katria vorpreschen, glaube ich. Jetzt ist es, glaube ich, mal so weit, dass wir halt richtig, richtig viel Schaden machen mit unserem Rittertod. Ein Problem ergibt sich da natürlich trotzdem. Warte mal, die mit Speer? Ist da nur einer dabei? Es gibt zwei Leute mit Speer, ist ja nervig. Den hier demarkieren bitte. Okay, aber das ist theoretisch trotzdem mehr Range für die anderen, richtig? Das überschneidet sich auch komplett. So ziemlich. Drei Leute würden mich direkt erreichen. Drei Leute würden stark angeschwächt werden mindestens. Wenn Shida dahinter steht mit ihrer Erdkugel, ist das, glaube ich, ganz gut machbar. Aber das ist ja nur der Beginn. Das ist ja noch gar nichts quasi. Und irgendwie brauchen wir hier eine Art Nadelöhr oder so. Irgendwas, wo wir ein bisschen wieder tanken können. Denn was da gleich kommt, ist halt echt unschön. Und ich weiß auch gar nicht, ob Zedka dann schon losstürmt oder ob die nochmal getrennt sind. Weil wenn die alle zusammen losstürmen, haben wir halt ein Riesenproblem. Wenn ich das jetzt wüsste, das macht mir gerade alles echt ein bisschen zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich heikel. Und da drüben gibt es ja Stärkungstypen, das kommt da noch dazu. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass halt alles umsonst ist, wenn ich das jetzt probiere. Deswegen überlege ich fast, ob ich nicht sogar lieber eine Meisterlanze mir noch aus dem Vorrat kralle. Und dann halt Shida dahinter stelle mit der Erdkugel. Ich glaube, das ist sogar die bessere Strategie, statt sich auf den Effektivschaden zu verlassen. Weil der Effektivschaden kommt halt sowieso nicht durch, das ist das Problem. Und ich meine, wenn wir uns durchcritten, Meisterlanze war es 8 oder waren es nicht sogar 9? Jedenfalls bei einem 35er Crit zum Beispiel jetzt hier, glaube ich schon, dass das klappt. Das wären ja immerhin, ja, 21, die noch durchkommen. 21 mal 3, das würde tatsächlich das Leben all dieser Rittmeister beenden. Dann hätte ich wenigstens sowas Konsistentes, versteht ihr? Das würde klappen. Aber überlebe ich überhaupt eure Hits? Das ist die andere Frage. Das sind jeweils 11 Damage, das ist eigentlich ziemlich wenig. 33 insgesamt. Und da kommt nochmal 9, sind wir bei 42. Das würde sie tanken, hätte es immer noch 10 Lebenspunkte übrig. Und sie hat ja die Lebenskugel, das heißt, in der nächsten Runde hätten wir dann gleich wieder richtig, richtig schön viele Lebenspunkte. Ja, kann man machen, Leute. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Puh, okay, wollen wir das machen? Ich glaube schon, oder? Es bleibt ja auch nicht wirklich viel übrig. Was wollen wir denn sonst noch machen? Ich sehe gerade, in den Wald könnte man sich noch reinstellen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber, naja, gut, das bringt halt eine bessere Ausweichquote insgesamt. Wie weit kommt ihr denn? Ihr kommt bis dahin? Alles klar, dann können wir das mit Marv eigentlich machen, oder? Aber ich glaube fast, dass dann sich das hier überschneidet mit mehreren Leuten. Lasst mal sehen. Oh Gott. Viel, viel, viel Nachdenken ist gerade angesagt. Ihr seht es ja selber. Es ist ein bisschen chaotisch. Okay, der kommt nicht darüber. Wie sieht's mit dir aus? Kommst du noch so weit? Nö, tatsächlich können wir das sogar machen. Cool. Weil wenn wir nur eine Balliste abbekommen, ist es immer in Ordnung. Das ist der einzige Deal, wo ich sage, ach so. Oh, na, aber ihr kommt weit genug. Verdammt. Wartet mal, und hier drüben überschneidet sich der Range leider auch, ne? Das ist das Problem. Ja, der hier kommt da noch hin. Aber der obere glaube ich nicht mehr, oder? Nee, der kommt da nicht mehr hin, das ist ganz praktisch. Können wir also machen, theoretisch. Dann würde ich mich also in dieses Waldstück dort begeben. Mhm. Und hoffen, dass wir damit einigermaßen gut vorankommen. Puh, oh Mann ey, das wird richtig tough, ihr seht's schon. Es ist jetzt schon so ein bisschen die Eskalation gegeben. Nur so ganz, ganz leicht, aber es ist schon ziemlich heikel.
Muss man schon sagen, Leute. Muss man schon sagen. Das ist halt echt, echt, echt gruselig, aber okay. Probieren wir es mit der Meisterlanze. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Damit können wir, glaube ich, einigermaßen gut alles aushalten hier. So, wir haben da auch noch eine, oder? Ja, eben. Es waren sogar 9, also wir kommen da auf jeden Fall durch, wenn sie critten sollte. Und die Chancen stehen da relativ gut dafür. So schlecht sind die nicht. Nutzen wir halt einfach unsere Supports an der Stelle einfach richtig schön aus, Leute. Ich glaube, das ist das Beste, was wir halt rausholen können. Einfach voll und ganz auf Supports gehen. Ich meine, Minerva, Catria Support ist ja auch noch da. Shida hat die Erdkugel dabei, um massiven Schaden anzurichten. Über Crits sollte das ganz gut reichen. Na, und Chris hat den Support zu Catria. Auch das ist gegeben. Minerva sollte aber eher nur einen Hit, glaube ich, abbekommen. 2 Hits tanken wir zwar hier an der Stelle, aber danach wird es doch ein bisschen creepy. Beziehungsweise müssen für die 2 Hits sowieso noch einen so reinstellen, dass nur eine Balliste uns treffen kann. Wobei, ach, das ist ja eh gegeben, stimmt ja. Richtig. Nee, passt schon. Wen kann ich denn reinstellen, der ein bisschen weniger tankt? Ja gut, Katharina, ne? Das ist meistens so eine recht logische Wahl. Selbst Merrick wird ja nicht gedoppelt, ne? Aber hält er den Hit aus? 40 ist verdammt viel. 32, ja. Der ist halt echt am Limit. Aber würde es theoretisch tanken, ja. Das würde funktionieren. Cool. Wir haben dir glücklicherweise den Pokertief gegeben, ne? Das bringt dich nur auf 31. Oh, das ist zu wenig. Das gibt's doch nicht. Ah, ist das bedauerlich. Dann müssen wir die fast separat anlocken. Irgendwie mit einem Langspeer hier. Und darauf hoffen, dass sie nicht durchcrittet. Was auch ziemlich gruselig ist irgendwie. Aber wir haben fast keine andere Wahl. Wenn wir irgendwas bewirken wollen, Leute, müssen wir das so machen. Das sehe ich schon. Da muss ich mir seinen Range markieren, separat. Und ich weiß nicht, wie wir die jetzt am besten rauslocken. Am besten halt so, dass sie nicht mehr das Dorf später erreichen, aber es wird schwierig. Weil das steht maximal hier, an der Stelle, und die können 7 Felder sich bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, verdammt. Mensch, warum müsst ihr auch beide Distanzwaffen haben? Das ist das einzige Problem an der Stelle. Sonst würde das sogar funktionieren. Das ist halt echt bedauerlich. Oder wir bringen zur Ziel rein, machen Erholung. Und machen es dann mit der Rettung. Das würde natürlich auch gehen. Dann müsste ich sie aber mit Fina aktivieren. Ja, ist vielleicht sogar die einzige Option, die wir haben. Realistisch betrachtet. Lass mal sehen, wie weit kommen wir dann hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh wow, ich müsste wirklich hier stehen, damit das funktioniert. Oh. Brachial. Och Leute. Die machen es uns auch nicht leicht, was? Das ist ja Wahnsinn. Aber ich wusste schon, die Mission wird ein bisschen tougher. Da packen sie nochmal alles aus, was sie haben. Da gehen sie richtig ab, Leute. Der Feind bringt uns jetzt wirklich alles entgegen. Alles. Und ich hoffe wirklich nur, dass wir nicht die Reiter zusätzlich mit anlocken. Weil dann müsste ich mich ja radikal zurückziehen. Das geht dann gar nicht anders mehr. Und dann ist hier auch ein bisschen... Ja, du bist dann auch fast aufgeschmissen hier an der Stelle. Aber ich sehe gerade, den können wir ja relativ easy rauslocken sogar mit Pala. Das ist ja interessant. Huh. Aber wir machen nicht wirklich viel Schaden wahrscheinlich. Ja gut, es geht. Es könnte schlimmer sein. Ne? Hier oben ist ja Shida. Wartet mal, dann könnte ich noch den Erdkugelboost ausnutzen. Oh, das ist interessant. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich. Vielleicht holen wir auch noch einen Crit raus. Ne? 3 Felder müssten es ja sein, theoretisch. Steht leider nicht dabei. Ich glaube, es waren immer 3 Felder. Also 1, 2, 3 und dann geht das hier so durch. Hätten wir noch ein Feld für die Erdkugel, dann wäre das ja ideal. Das wäre natürlich eine Idee. Und er kommt ja nicht weit genug, glücklicherweise. Ich glaube, das machen wir so. Ich sehe da sonst halt echt keine andere Alternative. Was sollten wir sonst tun? Das ist ja fast unmöglich. Puh, aber was macht sie? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Klar, wir könnten später mit Pala wahrscheinlich noch runterfliegen. Sie hat wahrscheinlich auch ganz gute Karten hier. Alles keine große Sache. Aber wir müssen die Diebe abschütteln. Und das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Vor allem, weil ich ihn nicht doppeln kann. Das heißt, ich muss mich reinstellen und hier hoffen. Und das heißt, bis dahin müssen die auf jeden Fall erledigt sein. Sonst haben wir keine Chance. Und das wiederum bedeutet, ich darf halt niemanden wegritten, wie schon gesagt. Ich muss mich da hinstellen, muss 2 Pokertiefs abbekommen und das war's. Das heißt, Katharina geht nach oben. Aber bitte nicht in den Range da rein. Dieser Pokertief muss getriggert werden. Da führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei, nee. Das ist jetzt absolut notwendig. Hoffen wir, dass mal wieder Geschwindigkeit bitte wächst, ja. Danke, sehr gut, sehr, sehr gut, wow. Wie sie einfach Verteidigung bei mir bekommt. Was ist mit dieser Katharina denn los? Das ist ja noch lustiger.
Ey, das sieht sehr ausgeglichen aus, wow. Ich bin beeindruckt. Ja, das wird ja, meine Güte. Machst du dich ja gut, du wirst auf einmal voll defensiv. Wow, du tankst sogar, ja? Ein KP mehr oder einen Verteidigungspunkt mehr, dann tankst du schon einen 50er-Hit. Damit sind wir auf absolutem Endgame-Niveau, was das betrifft. Meine Güte, es ist schön, wenn Magier nicht von so einem Hit mehr gewonnen-hittet wird. Das ist schon krass. Beeindruckende Leistung, wirklich. Bin ganz hin und weg. Krass, Leute. Das ist aber auch mal schön zu sehen. Wirklich, wirklich, das freut mich. Okay, du gehst noch in die Nähe von Katria. Denn wir wissen ja, ne, er geht auch richtig ab, was das betrifft. Er kann das. Er kann das stemmen, Leute. Chris. Genau, Chris stellt sich direkt neben dich. Wodau oder so. Naja, macht einen Stahlbogen, keine Ahnung. Ist auch egal. Und der gute Ryan darf sich jetzt auch noch an die Front stellen. Boah, ich hoffe nur, Leute, ich hoffe nur, wir überleben das jetzt. Das wird nämlich echt heikel. Grundgütiger wird das heikel. Ich habe da echt ein bisschen Angst gerade. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie das mit der Verstärkung hier aussah, aber irgendwann wird die zuschlagen. Und das ist das, was so gruselig daran ist, hauptsächlich. Okay, einer hat halt das Tomahawk, das wird richtig übel. Aber es gibt ja auch nicht zwei Winkel anzugreifen. Ihr habt alle denselben Winkel. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Sag mal, ihr überschneidet euch da auch, ne? Ich könnte mich auch da hinstellen. Nee, kann ich nicht, weil da haben sie dann wieder den anderen Winkel. Das hier ist wirklich das einzige Feld, wo sie beide mich angreifen könnten, aber nur ein Feld haben, so dass sie sich gegenseitig blockieren würden. Genau, das ist quasi das einzige mögliche Feld dafür. Wir müssen das auch drauf anlegen. Jotes Schild ist ausgerüstet und dementsprechend kann ich auch nicht mehr wirklich viel mehr machen. Ja, da wird's jetzt hart, Leute, da wird's jetzt richtig hart. Hoffen wir mal, dass das klappt, weil... Es ist gruselig, sind wir mal ehrlich. Okay, noch keine Verstärkung, immerhin. Er geht auf Ryan los. Okay, witzig, beim 49er, also beim schlechtesten. Da hat es jetzt funktioniert. Oh, guck mal. Ja, die Supports wirken, Leute. Sehr, sehr gute Entscheidung an der Stelle. Er greift an. Jawohl! Wir haben... Ich bin so froh, dass ich die Erdkugel mitgenommen habe, Leute. Spitze. Das wäre sonst garantiert nicht der Fall gewesen. 100 pro. So, jetzt wird's halt spannend, weil sie darf halt eigentlich auch nicht critten. Oder? Ja, einer wäre sogar möglich gewesen. Ja, dann ist es noch besser. Okay, sie kommen, Leute. Sie kommen. Aubacke. Komm schon. Ja! Yes, Leute. Das ist genau das, was ich wollte. Super, 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 super. Das entschärft die Situation, weil ich will die Stärkung nicht abbekommen. Die muss am besten critten. Das ist viel, 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 viel besser an der Stelle. Komm schon, du hast über 50. Ah, schade. Der zweite, den hat sie leider nicht mehr gecrittet. Ärgerlich. Aber gut, man kann nicht alles haben. 50-50s, dafür ist es normal. Hey, cool, jetzt ist er nach oben gelaufen. Das ist ja noch besser. Ah. Oh Gott, sie kommen. Das wird leicht gruselig gerade. Okay. Oh, guck mal, die Lebenskugel. Super. Ach, die haben jetzt gar nicht geheilt. Wahrscheinlich, weil einfach zu wenig los war. Puh, okay. Wir leben, das ist die Hauptsache, Leute. Wir leben. Das ist doch schön, oder? Ist das nicht prächtig? Ich glaube schon. Ah, wir bräuchten aber irgendwie noch ein bisschen Hilfe hier oben. Mensch, aber wir können jetzt auf jeden Fall pushen. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Das ist eine Ansage. Bewegen sich glücklicherweise die Reiter also nicht von sich aus. Boah, bin ich froh darüber. Das allein ist eine Mega-Entschärfung schon. Okay. Zerziel ist trotzdem noch irgendwo so mein Hauptproblem gerade. Oh Mann, der würde mich immer noch erreichen, ne? Und das Silberschwert da drüben wird verdammt wehtun. Überlebe ich denn zwei Hits? 22 plus 33. Nein, das wären 55. Das überlebe ich leider nicht. Und... Ah, das ist ärgerlich, Mensch. Das gibt's doch nicht. Haben wir echt keine Möglichkeit mehr? Ist schon fast so, als bräuchten wir einen zweiten Crit an der Stelle. Was mir nicht gerade gefällt, um ehrlich zu sein. Und er hat natürlich den Silberbogen. Das ist klar, dass er jetzt da hochging. Klar, logisch. Noch besser, weil sie hat ja kein Jotes-Schild. Und so haben wir das eigentlich schon ganz cool gemacht, aber trotzdem. Es wird nochmal richtig heikel. Die erreichen halt das Dorf schon, ist das Problem. Diebe im Spiel, wirklich. Man lernt sie zu hassen, nicht wahr? Findet ihr nicht auch? Also, selten so viele Probleme gehabt. Also, Diebe sind wirklich das Hauptproblem. Jedes Mal in diesen LP, es zieht sich durch wie Kaugummi. Schrecklich. Furchtbar nervig. Oh, guck mal unsere Crit Rates hier an. 65. Ja, die Erdkugel und Supports halt. Die Mischung macht's, Leute. Die Mischung macht's, aber trotzdem.
Trotzdem haben wir halt echte Probleme gerade. Alleine, weil der halt schon Palla erreichen könnte. Das ist so heikel. Das ist so mega heikel. Oh, ist das ärgerlich, Leute. Weil wir können ihn halt nur zu zweit erledigen und dann ist halt der Dieb schon da. Weiß auch nicht, was die von einem verlangen, diesbezüglich. Das ist halt schon fast wieder ein bisschen utopisch. Oder vielleicht fällt sogar wirklich die erste Wiederholungsmöglichkeit in dem Fall. Das erste Mal, dass wir Wiederholung vielleicht nutzen. Was ich normalerweise eigentlich ganz gerne im Finale spamme, einfach weil es das halt gut verkürzen kann. Und das Finale hat es in sich in einem Spiel, glaubt mir. Das kann hart werden, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad, wo wir dann sehr viele 1-2er-Range-Gegner haben, was super nervig sein wird vom Anlocken, aber alles zu seiner Zeit. Ich will euch nichts vorwegnehmen. Trotzdem haben wir uns exzellent geschlagen an der Stelle. Das kann man nicht anders sagen. Das lief schon mal sehr, sehr gut ab. Unser Hauptproblem ist jetzt wirklich eigentlich nur noch, wir dürfen eigentlich nicht in ihren Range reinkommen, glaube ich. Wobei, das geht ja noch sogar noch. Das hätte ich mir jetzt auch schlimmer vorgestellt. Vielleicht können wir den sogar noch abfangen, das sehe ich gerade, von der anderen Seite. Aber, naja gut, du doppelst, ne? Aber kommt Palla weit genug? Ah, sie wird es halt nicht schaffen, dann ihn abzufangen, das ist das Problem. Klar, wir kommen an sich relativ weit, aber das war's auch schon. Mehr können wir dann leider auch nicht machen, was bedauerlich ist. Ja gut, durch Wiederholung vielleicht, klar, das könnte gehen. Er hat ja noch nicht seinen Silberbogen ausgerüstet. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle zum Beispiel, könnte ich auch mit Fina wahrscheinlich. Ah, das wird nicht ganz klappen, leider. Ein Feld zu weit weg, schade. Oh, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Das wird jetzt heikel. Der zweite Zug hier gegen die Feinde, beziehungsweise der vierte insgesamt. Aber seit dem Ansturm jetzt hier, das wird nochmal brachial, ich sehe schon. Wir müssen auch immer im Hinterkopf behalten, dass das Ding hier losfeuern kann. Sehr gefährliche Situation, aber wir werden die meistern. Ich bin doch recht zuversichtlich. Doch, ich glaube, wir kriegen das hin. Wie sieht es eigentlich aus mit Excalibur? Schade. Da müssten wir schon critten. Das wäre schon gewagt. Kann funktionieren. Gerade mit der Erdkugel hier. Gar keine schlechte Sache, aber... Ja, mal gucken, Leute, mal gucken. Es ist jedenfalls mal wieder sehr, sehr spannend. Das auf jeden Fall. Denn mit so einem Ansturm hier muss man wirklich sorgfältig umgehen. Man kann leicht irgendwo eine Lücke in der Taktik haben, die alles rumreißt, komplett. Hoffen wir mal, dass das alles klappt, aber gut. Machen wir weiter beim nächsten Part. Und natürlich wollen wir auch noch solche Leute hier rekrutieren, nicht wahr? Damit hat es auch noch was auf sich. Eine besondere Mechanik übrigens auch wieder. Sagen wir mal eher eine Art, ja, Zirkel der Rekrutierung. So kann man es jetzt mal schön fancy nennen, Leute. Das werdet ihr alles gleich sehen, glaube ich, im nächsten Part vielleicht. Ich weiß nicht. Wir warten noch auf eine bestimmte Verstärkung ab und dann können wir rekrutieren. Ja, ja. Ich kann es ja mal kurz sagen. Das ist quasi ein Rekrutierungszirkel, den wir haben auf dieser Map, was ganz interessant ist. Irgendwann kommt Rochea als Verstärkung. Und mit Rochea muss man Wyland rekrutieren. Mit Wyland muss man Zedkar rekrutieren. Und mit Zedkar muss man Wolf rekrutieren. Das ist ganz lustig. Das gibt es so eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Das ist eigentlich eine interessante Mechanik. Mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ist mal was Neues, Kreatives. Ja, wirklich ein Rekrutierungszirkel. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Die werden irgendwann kommen. Also ja, Verstärkung, YPIA. Das wird sowieso das Gruseligste an der Karte. Das hier ist noch gar nicht das Gruseligste. Und ich meine, das hier ist auch noch nichts im Vergleich zu dem hier. Und dann nochmal im Vergleich zu dem hier. Ihr seht, jetzt kommen erstmal eine Baustelle nach der anderen kommt. Wunderbar. Und es sind alles da. Also alle Arbeiter sind da. Keine deutsche Baustelle, wie wir sehen können. Nee, es ist eine arkaneische Baustelle. Aber gut, wir kümmern uns darum, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Fire Emblem. New Mystery of the Emblem.